Hallihallöchen und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode von Scheiß in die Hose. Ich kann nichts. Denn wir müssen hier irgendwie rüberkommen. Und vorhin konnte ich irgendwie so einen Doppelsprung ausführen oder so. Ich weiß nicht ganz, wie das funktioniert. Und hier haben wir auch irgendwelche Symbole am Boden. Aber bis jetzt hat uns das nicht weitergebracht. Und der Schrank können wir auch nicht öffnen. Und jetzt versuchen wir erstmal mit unserem guten Jungen hier aus der Vergangenheit. Wie komme ich mal hoch? Also, naja. Ja, helfen kann der Typ mir nicht. Der Harry. Vielleicht Harry die Macht hier? Ne, ich will nicht irgendwelche Kabouter. Ah, warte mal. Das hier oben, das geht, oder? Wir müssen doch hier irgendwie... Warte mal, das geht doch irgendwie. Bis jetzt haben wir auch irgendwie immer geschafft. Oder ganz einfach. Bin ich so blöde? Ist es wirklich so einfach, dass ich irgendwas übersehe? Damit das Vieh, ey, das nervt. Das können wir nicht mal in eine Ecke stellen oder so. Müssen wir uns wieder umziehen? Kann das sein? Rumpel, rumpel, rumpel? Nein, ich will doch die raus haben. Darf doch nicht wahr sein, ey, wir kommen nicht weiter bei so einem behinderten Krippelspiel. Okay, nochmals rauf. Hier kommen wir nicht weiter. Also gut, dann geht's hier lang und hier kommen wir auch nicht weiter. Und der kann nur so einen langweiligen Einersprung ausführen. Wie weit geht er? So bis so. Und hier können wir auch nur irgendwie spaßhaft ausführen. Können wir dann den anderen Typen hier dazu bringen? Oh, das war ganz falsch. Also besser schaffen wir es nicht, ehrlich. Hier irgendwann noch zerstören oder so? B
Bin ich blind in der Birne oder was? Ich bin doch wirklich blind. Das ist liegt in Genen. Weil hier gibt's ja auch nichts mehr. Hä? Der Tommy, der kann wirklich nichts mehr machen. Er bringt ihm jetzt hier auch nichts. Ich frage mich nur gerade, wie soll man da hochkommen? Wie soll man da hochkommen? Nein, du musst doch den tragen. Aber das können wir nicht öffnen, hä? Wir haben zwar einen Trank, wir wissen mit wohin damit, aber der Weg, der ist uns leider verwehrt. Und ich weiß gar nicht, wie der zweite kommt, ehrlich. Das ist wieder mal ein Rätsel. Irgendwie mit dem hier zerstören, oder? Alle die Fackeln anschmeißen. Die ist ja alles an. Hat sich da was gerade bewegt? Eine Statue oder so? Ich weiß echt nicht, wo wir hin müssen. Hingehen. Tralala. Darunter können wir ja auch nicht. Einen Besen haben wir auch nicht zur Verfügung. Oh. Das funktioniert irgendwie alles nichts. Ist es so hoffnungslos, wie es ausschaut? Na, ich tolle Wurst. Ich glaube, ich kriege eine Krise hier. Ich bin, glaube ich, einfach ein bisschen zu ungeduldig oder irgendwas in der Art. Irgendwas muss noch zum Bauen, zum Zusammenbauen sein. Das kann doch nicht sein hier. Hier muss doch irgendwas hin. Da können wir nichts abfeuern. Logischerweise so auch nicht. Was ist denn los, liebe Leute? Was mache ich falsch? Ach, das ist einfach zum Verzweifeln heute. Es ist wirklich shitty. Wenn wir dem auch noch so ein Cap anlegen oder was? Keine Ahnung jetzt, was
ich mach einfach und tu whatever. Nope. Damn, jetzt funktioniert doch gar nicht. Wir waren da oben. Wie zum Teufel kamen wir da nach oben? Das ist echt ein Rätsel für alle. Was mach ich falsch? Irgendwas müssen wir noch öffnen oder so. Das kann doch nicht alles sein. Irgendwas haben wir noch vergessen. Ja, wir können das 10.000 mal machen. Schön. Das bringt uns eigentlich auch nicht weiter. Ey, das ist doch so scheiße gerade. Oh, wie kommt man denn weiter? Auf dem Springen geht er nicht. Wenn da... Ist ein Birdiebots Boden, aber den können wir nicht essen. Ja, ist toll. Was soll das? Da ist doch... Das gibt's doch nicht, ey. Das ist ja zum Verzweifeln heute. Damit, du Mistkacke, lauf mal weg oder mach irgendwas Gescheites, aber nicht im Weg rum. Nun? Warten auf gute Zeiten oder was? Was ist hier nochmals los? Ich weiß nicht, was wir machen müssen. Das Baby rausholen kann ja wohl nicht wahr sein. Da stößt ja auch kein mehr. Können wir es auch in ihren Saft hier kippen? Nein, ich will das nur in den Saft kippen, aber das geht natürlich nicht. Wir müssen es ordnungsgemäß versorgen. Gibt's doch nicht, ey. Und wie es weitergeht, meine lieben Freunde, das ist in der nächsten Episode. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Ich kriege mich total auf. Das war eine spannende Abenteuergeschichte hier mit Harry Potter. Years 1 bis 4. Ja, das war's, meine lieben Freunde, mit dem jetzigen Part. Mal schauen, was dann später noch auf uns zukommt, wenn wir dann den nächsten Part spielen. Aber bis jetzt gefällt es mir eigentlich sehr, sehr schön. Es ist eine sehr schöne Machart und wenn es weitergeht...
dann seht ihr es auch auf meinem Kanal. Wenn ihr mich abonniert habt, wenn nicht, dann bitte abonniert mich. Falls ihr ein oder zwei Parts nicht vergessen oder verlieren wollt, dann einfach nur abonnieren. Ansonsten, schaut doch mal wieder vorbei bei Harry Potter, die Jahre 1 bis 4. Ansonsten freut's mich wie ein Teufel, das Spiel endlich zu spielen. Und ein lang ersehnter Wunsch geht in Erfüllung. Ich bin Harry Potter in einer verflixt Scheißkammer, die von den Dudleys, gerade aufgemacht werden. Aber das spielt auch keine Rolle mehr, denn wenn ihr mehr von mir sehen wollt oder gerade auf die Playlist kommen wollt, dann klickt einfach unten links in den laufenden Screen, da ich ein paar Gameplay-Sachen reingeschmissen habe und so. Ja, ansonsten, liebe Freunde, viel Spaß bei den weiteren Let's Plays und wenn die Eulen kommen, dann einfach nur die Ohren zumachen und freuen auf weiteres. Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht, wie die Geschichte weitergeht und wir freuen ja uns auch auf mehr von Harry Potter, Hermine Granger und Ron Weasley, die auch hier rechts im Bilde sind, wie wir auch gerade sehen, alle in Gryffindor. Und das, liebe Freunde, freut mich sehr. Das wird ein spannendes Abenteuer mit sehr, sehr viel Action in Lego-Optik. Tschüss, wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.